Kommen Sie ins Reichenbacher Einkaufszentrum am Annenplatz. Hier gibt es bei Pure Brands neue Mode zu kleinen Preisen. Alles in S bis XXL. Viel Spaß beim Einkaufen! Es ist Dienstag, der 27. Oktober und damit herzlich willkommen zu Vogtland aktuell, Ihrem täglichen Nachrichtenmagazin aus der Region. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Sächsisches Innovationsforum gastiert in Plauen, Altkosmonaut lässt an Erinnerungen teilhaben und Rodewischer Seniorenresidenz feiert Richtfest. 41% der vogtländischen Schulanfänger haben Probleme beim Sprechen. Das ergab eine Untersuchung des Gesundheitsamtes. Insgesamt 1700 Knirpse wurden im letzten Schuljahr getestet. Geprüft wurden unter anderem die Motorik, visuelle Wahrnehmung und Sprachkompetenz. Immer mehr Kinder haben neben dem Sprechen auch Probleme mit der Feinmotorik. Knapp einem Drittel der 5- bis 7-Jährigen fällt es schwer, einen Stift zu halten oder mit einer Schere auszuschneiden. Das kann Einfluss auf ihre schulischen Leistungen und ihr Sozialverhalten haben. Die Schulaufnahmeuntersuchung ist für alle ABC-Schützen Pflicht. Innovation aus Wirtschaft und Wissenschaft vernetzen. Das war heute das Ziel des Forums Future Sachs. Im Plauner Domero Hotel trafen sich Vertreter innovationsstarker sächsischer Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Investoren, um über ihre Marktetablierung zu reden. Dabei spiele Vertrauen und das Menschliche zwischen den Akteuren eine große Rolle, so die Projektleiterin Marina Heimann. Man kann deutlich feststellen, dass es schon so ein familiäres Gefühl entwickelt hat. Je öfters man einander sieht, desto eher kommt man auch in dem Gespräch, das man führt, einen Schritt weiter. Und man fragt automatisch, wie hat sich das und das entwickelt, was man im vorhergehenden Gespräch erhalten hat. Also es ist dieses Vertrauen, dieses einander kennen und aneinander Interesse haben, was ganz automatisch zu gemeinsamen, innovativen Gedanken führt und im Gesamtkontext natürlich förderlich ist. Auf dem Programm des Forums stand unter anderem ein Power Talk, bei dem sich Vertreter von 4 vogtländischen Unternehmen mit dem Publikum austauschten. Future Sachs ist ein Projekt des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Mit einem Netzwerk aus über 6000 Kontakten will das Innovationsforum den Dialog zwischen Unternehmen, Gründern, Investoren und Hochschulen unterstützen. Der Verkehrsverbund Vogtland übernimmt ab November das Informations- und Servicecenter am oberen Bahnhof in Plauen. Damit wird das Beratungsangebot für täglich 1000 Reisende aufrechterhalten und sogar noch verbessert. Künftig sollen die Kunden noch mehr Informationen bekommen, zum Beispiel zu Busfahrplänen im Verbundraum. Der bisherige Betreiber, die Deutsche Bahnagentur, hatte im September aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt. Aufgrund des Eigentümerwechsels bleibt das Servicecenter vom 29. Oktober bis zum 3. November geschlossen. Russischer Kosmonaut hält Vortrag. Rund 150 Gäste verfolgten am vergangenen Samstag den spannenden Vortrag des russischen Kosmonauten Alexander Samokutjajew in der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröde-Rautenkranz. Dem Besuch dieses und anderer Kosmonauten ist Sigmund Jähn zu verdanken. Er hat immer noch gute und enge Verbindungen zum Sternenstädtchen. Alexander Samokutjajew berichtete über seine Außeneinsätze im All. Vor 4 Jahren tat er das zum ersten Mal. Damals verließ er die internationale Raumstation ISS. Der letzte Ausstieg ist gerade mal 12 Monate her. Die Zuhörer verfolgten gespannt den Bericht des russischen Langzeitkosmonauten. Bereitwillig beantwortete er im Anschluss Fragen und gab zusammen mit Sigmund Jähn Autogramme. Wir haben Ihnen noch ein kleines Geschenk. Die Fans wissen das. Er ging auch nicht mit leeren Händen nach Hause. Konrad Stahl, der Vereinsvorsitzende der Deutschen Raumfahrtausstellung, überreichte Alexander Samokutjajew einen original erzgebirgischen Röscher-Kosmonauten. Wir werden es dann noch erklären, wie das funktioniert. Das ist nicht immer das Problem. Die Polizei der Spitzenstadt fahndet nach einem schwarzen Alfa Romeo aus dem Vogtlandkreis. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitag auf der Plauner Friedensstraße ignorierte der Fahrer des Sportwagens die Halteaufforderung und raste mit 127 Stundenkilometern an den Beamten vorbei. Bei dem Fahrzeugtyp handelt es sich um einen 156er Kombi. Sollten Sie etwas gesehen haben, dann melden Sie sich bitte bei dem Plauner Polizeirevier unter der Nummer 03741 140.
AWO feiert Richtfest. Am vergangenen Freitag schlugen die Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt Auerbach, Katrin Schmidt und Katrin Lämmerhirt vom Baumanagement, die letzten Nägel in den Rohbau der neuen Servicewohnanlage in Rodewisch. Für das barrierefreie und seniorengerechte Heim in der Auerbacher Straße nahm die AWO rund 3,5 Millionen Euro in die Hand. Wir hatten natürlich ein Gespräch mit unserer Bürgermeisterin Kerstin Schöninger in Rodewisch und haben natürlich schon gefragt, was wünschen sich ihre Bürger? Was wird noch gebraucht? Wie sieht ihre Stadtentwicklung aus? Wie sieht die Gestaltung aus? Und ich denke gerade Gebäude mit Fahrstuhl, barrierefrei, mit Balkons, das ist ganz wichtig und ganz zentral. Und wir haben dann natürlich eine Befragung gemacht, eine Analyse angestellt und so sind wir darauf gekommen. Die 24 rollstuhlgerechten Wohnungen sind unter anderem mit einem Bad und einer Einbauküche eingerichtet. Man habe großen Wert auf die Möglichkeit gelegt, selbstständig zu sein, so Katrin Schmidt. Die ersten Bewohner können ihre neue Residenz voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres beziehen. Das war Vogtland aktuell für heute. Weiter geht es mit unserem Wetter. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Tschüss. Das Vogtlandwetter wird Ihnen präsentiert von Autohaus Sirgel in Bad Elster und Zwota. Eins der besten Skoda-Autohäuser Deutschlands freut sich auf Ihren Besuch.